Von Seiten der Bahn wurde nahezu jede getroffene Vereinbarung ignoriert. Vor allem das Versprechen, den Test offen und transparent und für jedermann nachvollziehbar durchzuführen. Stattdessen wurde er auf das eine Kriterium Leistungssteigerung reduziert. Von Sicherheit, Barrierefreiheit, Notfallplänen, Naturschutz keine Rede mehr. Ganz zu schweigen von einer aktualisierten Wirtschaftlichkeitsberechnung. Meine Frage, soll dieser unvollständige Stresstest, der bei uns wie ein Brocken mit Friss oder Stirb hingeworfen wird, in kürzester Zeit abgenickt werden soll, bei entsprechend gerechneten bahnfreundlichen Ergebnissen und begleitet von weisen Worten aus dem Mund des Herrn Geißler, soll der womöglich akzeptiert werden? Ich fühle mich als Bürgerin dieser Stadt hintergangen und belogen. Das Thema heißt, welche Kriterien legen Sie an den Stresstest an? Ja, es heißt aber auch, was ist es für ein Stresstest? Und die Idee kam übrigens nicht von Heiner Geißler, sondern es war im Schlussgespräch, so meine Information, in der Schlichtungsrunde ein Vorschlag, auch des Aktionsbündnisses zu sagen, ihr müsst beweisen, dass dieser Bahnhof überhaupt was kann, nämlich 30% mehr Züge in der Spitzenzeit. Und insofern glaube ich nicht, dass der Stresstest per se ein Unsinn ist, sondern das ist schon eine wichtige Form ist, diesen Bahnhof zu prüfen, was er kann, oder dieses Projekt zu prüfen, was er kann. Richtig ist aber auch, dass zu diesem Stresstest immer dazugehört hat, das Notfallkonzept. Das liegt bis heute nicht vor, und wenn das nicht vorliegt, ist der Stresstest unvollständig. Und richtig ist auch, das habe ich vorhin gesagt, ich wiederhole es nicht mehr, dass Heiner Geißler eine ganze Reihe von anderen Verbesserungsforderungen vorgelegt hat und die Bahn bis heute nicht dargelegt hat, wie sie das umsetzen möchte und was es kostet. Und darauf bestehen wir. Ich habe schon einen Brief in der Mache, dass wir das von der Bahn auch erwarten. Was sagen Sie denn dazu, dass der Stresstest für den Kopfbahnhof abgelehnt wurde von der Bahn? Das hat mich überrascht. Die Idee ist ja daraus entstanden, dass ich in den letzten Wochen verschärft Informationen bekommen habe von Experten, die gesagt haben, wieso rechnet ihr eigentlich immer mit 37 Zügen beim Kopfbahnhof? Das ist doch kein Maßstab. Und dann sage ich ja, wie, was, wo? Ja, natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen den tatsächlich fahrenden Zügen zur Zeit und den möglichen Zügen im Kopfbahnhof. Und man hat in dieser Schlussrunde, in der Eile, da ist sehr viel Hektik gewesen, man hat es nicht überprüfen können, haben wir gesagt, wir nehmen das, was gerade im Fahrplan steht. Und heute fragt man sich natürlich, ist das der Maßstab? Man kann doch nicht die mögliche Kapazität des untersten Bahnhofs mit dem gerade mal gefahrenen messen. Das ist ja das eine mit Kapazität, das andere mit Ist gemessen. Dann müssen wir bei beidem mit der Kapazität messen. Und so ist die Idee entstanden, zu sagen, wenn wir ernsthaft vergleichen wollen bei der Volksabstimmung, dann muss der Kopfbahnhof auch getestet werden, was seine Leistungsfähigkeit ist. Und wenn herauskommt, dass dieser Kopfbahnhof schon heute mehr kann, als der unterirdische je können wird, dann wäre das ja ein gutes Argument. Wir kommen zum grünen Ballon. Guten Abend, Herr Herrmann. Ich bin Stuttgarter Bürgerin, Frau Albrecht von Stuttgart-Rohr. Ich habe zu dem, was Sie gerade gesagt haben, eine Zusatzfrage noch. Das war eigentlich mein Anliegen. Haben Sie eine schriftliche Niederlegung für die Kapazität, nicht die derzeitige, aber die Kapazität überhaupt für unseren Kopfbahnhof jetzt? Gibt es da etwas? Das wäre dringendst notwendig. Die Landesregierung kann das doch anordnen und machen lassen, meine ich. Ich weiß es nicht. Gut, also wir sind nicht mehr im Königreich, also wird nicht einfach angeordnet, aber wird geprüft. Und richtig ist, wir haben eine Zahlenspanne von, die Bahn hat lange Zeit behauptet, 35 Züge wäre das Ende der Fahnenstange am Kopfbahnhof.
Der frühere Bahnchef hat gesagt, wir haben bis zu 62 Züge gefahren in der Spitzenzeit. Also der frühere Bahnchef war der Herr Hopfensitz. Ja, Bahnhofschef. Bahnhofschef, ja. Genau. Gut. Und zwischen dieser Spanne muss ja irgendwo die Wahrheit liegen und das muss man herausfinden. Deswegen habe ich gesagt, wir wollen das prüfen, wir wollen das testen. Ich möchte gerne seitens des Verkehrsministeriums das prüfen und testen lassen, um herauszufinden, was ist die wirkliche Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs, damit wir da endlich mal Klarheit haben und nicht immer mit x-beliebigen Zahlen rumstochen. Das soll belegt werden, das kann belegt werden, das können Experten ausrechnen. Die Bahn muss allerdings mitspielen, wenn wir da dann den Stresstest so abwickeln, wie das mit dem unterirdischen Durchgangsbahnhof geschehen ist, weil da sind wir auf die Rechenprogramme und auch die Daten der Bahn angewiesen. 62 Züge, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ja eine gigantische Zahl, die der alte Kopfbahnhof, der jetzige, bewältigen könnte. Müssen Sie dafür nicht die Trommel rühren und das an allen Ecken und Enden laut und deutlich sagen? Mhm. Na gut, ich habe ja heute schon mal einmal auf die Pauke gehauen damit. Und eins nach dem anderen. Jetzt die Bahn hat übrigens, das will ich noch sagen, weil in der Zeitung steht, die Bahn hat es brüsk abgelehnt. Tatsächlich haben wir in der Fahrplankommission, wo die Experten der Bahn dabei waren und auch der anderen Projektpartner, haben wir den Vorschlag gemacht. Und wir fanden das alle Experten keine schlechte Idee. Nur die Führung fand das eine schlechte Idee, weil wenn da rauskäme, dass der Kopfbahnhof richtig leistungsfähig ist und anders als behauptet, dann würden die mit ihrem Konzept ein bisschen alt aussehen.